begrüße euch in mein Tageshoroskop am 30. Juli 2017. Die alten arabischen Astrologen beschreiben den heutigen Tag durch den Mondbewegung. Wir sollen heute unserem vertrauten Umgebung bewusst wahrnehmen, weil da liegen Schätze. Und wir sollen diese Schätze aufheben und so unseren Entscheidungen treffen. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion und hat eine zunehmende Mondphase, das heißt, nähert sich immer mehr zu Vollmond, aber heute ist Halbmond. Verbindet sich Mond zum Stammbild Bärenhüter. Wie der Name auch sagt, dieser Stammbild Bärenhüter hütet den großen Bär und den kleinen Bär oder großen Wagen und kleinen Wagen. Das gibt einen gewissen Schutz. Und diesen Schutz bekommen in erster Linie die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen und die Krebsgeborenen. Heute ist Halbmond und das bedeutet, Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Und bei dieser Verbindung entsteht eine Art Spannung. Hier verbinden sich drei Tierkreiszeichen und drei Elemente. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, das ist Wasserelement. Die Scheinbewegung, die Sonne, ist im Löwen, das ist Feuerelement. Und unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann und das ist Luftelement. Und die drei Elemente, die hier verbindet, das ist Feuer, Wasser und Luft. Und es ist die Unverträglichkeit in diesem Halbmondposition, die Unverträglichkeit, die Elemente. Was die harmonisierende Energie, der Einfluss, was alles im Gleichgewicht hält und die Ruhe bringt und uns Kraft gibt, das ist die vierte Element, was hier fehlt. Und das ist die Element Erde und es vermittelt die Tierkreiszeichen Stier, unterstützt von Tierkreiszeichen Jungfrau und unterstützt von Tierkreiszeichen Steinbock. Besonders sollen wir auf dem Stier achten, den Tag zu genießen, um die Finanzen kümmern, die Ruhe bewahren und darüber erkläre ich das aber ausführlich in meiner Halbmondposition. Diese Spannung ist kein Dauerzustand, weil Mond bewegt sich ziemlich schnell und entfernt sich schnell von dieser Verbindung und dann beruhigt sich das alles. Trotzdem sollen wir das berücksichtigen. Und wie trifft es die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen spüren ein bisschen diese Spannung, das sind die innere Nervosität. Trotzdem sollen sie den Tag genießen und das beruhigt die Skorpiongeborenen, gibt die inneren Gleichgewicht und die Kraft. Kleinere Veränderungen sind möglich, besonders im wohnlichen Bereich. Und Schutz haben auch die Skorpiongeborenen. Und ja, nicht vergessen, im vertrauten Umgebung liegen die Schätze und es sollen die Skorpiongeborenen auch bewusst wahrnehmen. Die Skorpiongeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder ein Treffen oder ein Telefonat oder ein Termin, was auch Vorteil ist für die Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt in den kommenden Tagen etwas in Bewegung. Die Schützengeborenen haben das Gefühl, sie sind wie eingesperrt. Was die Freiraum gibt und auch mal Luft zum Atmen, das ist die Lebensfreude und das sollen die Schützengeborenen auch genießen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist
Diese Halbmondposition ist, bedeutet etwas für die Steinbockgeborenen, weil sie geben die ruhenden Kraft. Vielleicht für andere. Was die Steinbockgeborenen aus dem Gleichgewicht bringt, das ist die Ungerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Trotzdem sollen die Steinbockgeborenen damit umgehen. In die nächste Zeit wird ein wichtiges Thema sein, die berufliche Situation. Und dann kommt auch etwas in Bewegung. Was ein Thema ist, noch bei den Steinbockgeborenen von etwas verabschieden oder loslassen oder von etwas trennen oder etwas kündigen, das ist nicht leicht und nicht einfach, gerade für die Steinbockgeborenen. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen, brauchen Sicherheit, Stabilität, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Es sind auch Einflüsse von außen und das erleichtert die Situation und gibt auch Glück bei den Wassermanngeborenen, besonders in die Liebe. Heute ist trotzdem eine gewisse Spannung spürbar. In den kommenden Tagen kommt aber wieder die Begeisterung und können die Wassermanngeborenen aufatmen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen befinden sich eine Wandlung, die verändern etwas. Es behaftet noch ein bisschen die Vergangenheit, die Fischengeborenen, und da sollen die Fischengeborenen etwas bereinigen, etwas klären oder Heilung zu bringen. Und daran arbeiten gerade die Fischengeborenen. Und wenn sie das abschließen können, dann spüren sie die inneren Kraft. Und mit dieser Kraft können die Fischengeborenen einiges bewältigen. Wichtig ist, heute auf die Gespräche achten oder auf anderen zuzugehen und die Kontakt suchen, weil das kann auch Vorteil sein bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation. Einigen Wiedergeborenen ändern sich etwas beruflich, fangen etwas Neues an, viele starten auch Selbstständigkeit. Die Möglichkeiten, Chancen sind da, das kommt alles in Form. Heute fühlt sich etwas unsicher an, aber in die Liebe, Partnerschaft haben gerade Glück die Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein wichtiges Thema gerade, auch in den nächsten Tagen noch die berufliche Situation. Und da möchten Sie die Stiergeborenen, das alles in Ordnung zu bringen. Die ruhende Kraft heute bei dieser Spannung, bei dieser Halbmond geben gerade die Stiergeborenen. Und Sie können gerade auch um die Finanzen kümmern und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist Glück in der Liebe, Partnerschaft, aber sollen die Zwillingsgeborenen darauf achten, im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder im Verein eine Art Befreiung, weil etwas bedrückt trotzdem die Zwillingsgeborenen und es ist wichtig, zum Atmen Luft zu holen, von etwas oder von jemand befreien oder trennen oder kündigen. Und da sollen die Zwillingsgeborenen achten. Aber in Liebe, Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade ein Aufstieg und Schutz. Und auch Glück erleben gerade die Krebsgeborenen und immer mehr können sie zeigen, auch in die Öffentlichkeit bringen, was sie können und damit auch mal glänzen. Und die Krebsgeborenen werden in die nächste Zeit um die Freundeskreis, Bekanntenkreis kümmern, weil da erweitert sich etwas, kommen neue Begegnungen. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung und die Löwengeborenen zeigen Kraft. Heute ist aber eine gewisse Spannung spürbar. Was wichtig ist bei den Löwengeborenen, auch mal hinter den Kulissen schauen, was für Gespräche laufen hinter ihren Rücken. Und die Löwengeborenen dürfen gerade auch erlauben, mal etwas lauter zu werden. Die beiden Aselius, die nördlichen Aselius und die südlichen Aselius wirkt immer noch und das spüren die Löwengeborenen.
Und die Geschichte dazu ist, es gab einen Kampf zwischen Göttern und zwischen den Titanen. Und die Titanen waren die Riesen. Und der Kampf führte von der Seite der Götter Vulcanus, der Gott der Feuer, die Schmiedekunst, und waren zwei Esel dabei. Das waren die beiden Asterius, diese zwei Esel. Und die haben angefangen zum Schreien. Und diese Geräusch, dieser Ton haben die Titanen noch nie gehört und sie haben so Angst bekommen, dass sie sind davongelaufen. Und die Schrei der beiden Esel hat die Götter in diesem Kampf gerettet. Und das bedeutet diese Symbolsprache und genau das möchte ich bei den Löwengeborenen vermitteln, dass sie heute erlauben dürfen, mal die Stimme angeben, etwas lauter werden, dass die anderen verstehen auch und ist wichtig auch hinter den Kulissen schauen, erkennen, was für Gespräche laufen hinter ihren Rücken, weil das kann auch unangenehm sein. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren können mit einer guten Nachricht rechnen, ein wichtiger Termin, oder ein Vertrag, was auch ein Vorteil ist bei der Jungfrau geborenen. Und sie sollen in die nächste Zeit um die Werten kümmern, dazu gehört das eigene Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Bei den Tierkreiszeichen Wagen geboren sind Möglichkeiten, Chancen da und in den nächsten Tagen kommt auch etwas in Bewegung und die Wagen geborenen haben auch die Kraft und die Mut etwas bewältigen. Aber heute sind noch Themen, was die Wagen geborenen als ungerecht empfinden und dadurch verlieren die Gleichgewicht. Wichtig ist aber die innere Ruhe. Und im Vertrauen bleiben in die kommenden Tagen, kommt etwas, was die Wagengeborenen begeistert. Und im Allgemeinen, im Liebepartnerschaft, haben die Wagengeborenen gerade Glück. Und das war mein Tageshoroskop. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und meine Kontaktdaten werde ich sofort einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.